Ja, hallo. Nochmal ein Video heute mit dem Thema Wohlfühlen. Fühlst du dich wohl? Oder mit was fühlst du dich wohl? Und mal schauen, was aus diesem Wohlbefinden heraus entsteht. Nun, Wohlbefinden mögen die meisten, denke ich. Dass man sich wohl fühlt, gute Gefühle in sich trägt und so das Leben angenehm wird. Doch, wie oft hat man das am Tag? Wie oft hat man das, ja, im Leben? Dieses absolute Wohlgefühl. Und zwar ein Wohlgefühl, das nicht abhängig ist von äußeren Mitteln. Das ist nämlich ja das Thema von diesem Video. Man steht vielleicht auf, trinkt gemütlich einen Kaffee und dann fühlt man sich plötzlich gut, angenehm, der Kreislauf ist in Schwung. Aber das ist nur kurzfristig. Man zündet eine Zigarette an, fühlt sich gut oder ein Joint und fühlt sich gut, aber eben nicht dauerhaft. Man geht ins Kinderparadies oder Freizeitpark, macht da diverse Achterbahnfahrten, kriegt einen Kick, einen so Hormoncocktail und fühlt sich gut. Ach, das war heute ein schöner Tag. Ja. Aber was ist mit den anderen Tagen? Mit den anderen Momenten im Leben? Was ist, wenn ich auf der Arbeit zum Beispiel kein Wohlbefinden habe, kein Wohlgefühl, mich nicht wohlfühle? Naja, dann sind die meisten 8 Stunden in einem Zustand des Horrors. Und was macht man dann? Ja, man macht Raucherpause zum Beispiel, säuft jede Menge Kaffee, kaut 4 Tonnen Kaugummi, dass man diese unguten Feelings abbaut. Irgendwie, man macht Sport, geht joggen 10 Kilometer, ach, das war jetzt gut, jetzt fühle ich mich super. Ja, aber warum nicht den Rest des Tages auch? 8 Stunden Arbeit, zu Hause. Warum fühlt man sich da nicht wohl? Dass ich dann noch joggen muss, um mich wohl zu fühlen. Man kann joggen für die Gesundheit, aber nicht, dass man sich wohl fühlt. Denn, also man kann das schon, doch es sind alles Abhängigkeiten. Was hat man vielleicht früher gemacht, wenn das Kind seinen Aufgaben nicht nachgekommen ist? Du machst es jetzt und wenn du das gemacht hast, kriegst du Schokolade. Auch wenn das Kind vielleicht gewisse Dinge nicht wollte, nicht machen wollte, eine Belohnung bekommen, naja, ich habe mich durchgerungen, habe es gemacht und dann habe ich was Süßes bekommen. Oder wenn ich 51 Wochen im Jahr arbeite, dann mache ich 4, nein, wie lange noch? Eine Woche. Eine Woche dann. High-Life-Urlaub zum Wohlfühlen, Wellness-Urlaub. Warum braucht man Wellness-Urlaub? Warum hat man nicht immer Wellness? Warum fühlt man sich eben nicht die meiste Zeit seines Lebens gut, dass man immer solche Ausbrüche braucht? Oder Gewohnheiten wie Rauchen, Alkohol, Kaffee, Drogen, um sich wohlzufühlen? Sind alles kurzfristige Dinge für das Wohlbefinden und eben nicht aus dem Inneren heraus. Statt Dinge zu ändern, die einem nicht gut tun und sich nicht gut anfühlen, zu verändern, übergeht man die Hinweise des Körpers und macht einfach weiter. Und auf welche Kosten? Das muss man dann schauen. Gibt alle möglichen Auswirkungen.
alle möglichen Krankheiten, die kommen und sagen, hey, du machst da irgendwas nicht richtig in deinem Leben. Jo, so ist das mit dem Wohlbefinden. Im Leben geht es immer um Gefühle. Wenn gute Gefühle kommen, dann ziehen sie einen in sich rein. Und wenn man diese Dinge aber nur durch äußere Mittel erreicht, wird man abhängig. Und man hat jetzt zum Beispiel eine Krise, sagen wir an der Arbeit. Was macht man, damit man sich nach dem Scheißtag wieder gut fühlt? Trinke ich mal 2 Flaschen Bier. Kann man machen. Dann fühlt man sich gut, aber wenn man früh aufwacht, dann fühle ich mich nicht mehr gut. Und frühes Alkohol trinken, naja, machen manche auch, aber es ist dann nicht so förderlich. Und so entwickelt der Mensch bei negativen, unguten, grausigen Gefühlen in sich drin, so, ich sag mal, Abwehrmechanismen, Kompensationsmechanismen, gerne natürlich in Form von Suchtmitteln. Schokolade. Naja, ich habe gemerkt, wenn ich Schokolade esse, geht es mir besser. Ja, aber auch hier die Frage, warum geht es mir denn nicht gut? Das ist viel wichtiger, als zu wissen, dass Schokolade einem kurzzeitig mal ein gutes Gefühl gibt. Das kann man, wie gesagt, alles mal machen, aber wenn man davon abhängig wird und das dann chronisch macht, ist es nicht gut, nicht gesund, nicht förderlich. Und so könnte man einfach beginnen, mal hinter die Kulissen zu schauen. Wenn man immer etwas braucht von außen, sei es einen guten Film, sei es was Gutes zum Essen, zum Trinken, zum Saufen, dann muss man mal gucken, warum braucht man das? Was kompensiert es? Welche negativen Gefühle, welche belastenden Gefühle oder Emotionen? Was wird da verdrängt? Und dann kann man eben gucken, wo liegt es dran? Und dann könnte man sich an die Arbeit machen, um diese Dinge zu verändern. Doch, wie man weiß, ist es natürlich bequemer, weiterzumachen, weiter. Manche haben es früher gelernt, beißt die Zähne zusammen und geht durch. Das sind die, die heute Kiefergelenksschmerzen haben, weil sie mit den Zähnen knirschen. Beiß dich durch. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und weiter geht's. Wieso kennt ein Indianer keinen Schmerz? Die haben auch Aua. Und so hat man eben gewisse Dinge gelernt in Form dieser Glaubenssätze. Oder eben gelernt, wenn ich das und das tue, esse, rauche, dann, boah, geil, fühle ich mich super. Und im Yoga geht man eben zurück in der Psychologie. Nicht ganz so weit zurück. Im Yoga geht man ganz weit zurück. Wo kommt es her? Wie hat sich das entwickelt? Auch in der Traumatherapie zum Beispiel. Doch der Yoga geht noch viel, viel weiter, viel tiefer dahinter. Die Ursachen, die Glaubenssätze, die Muster, das Karma und so weiter. Da gibt es ganz viele. Grundlegend könnte man natürlich einfach sagen, naja, alles resultiert aus einer Trennung vom Universum oder von Gott, wie auch immer man es nennen mag. Ist schon ein bisschen sehr einfach, versteht man auch gar nicht. Man fängt einfach dort an, wo man kann, beim Therapeuten, beim Traumaheiler, beim Heilpraktiker, beim Kinesiologen, beim Yogameister. Und dann fängt man an, eben zu schauen, von was bin ich abhängig? Und dann lernt man im Yoga, ja, die Yamas und Niyamas sind wichtig, Begierdelosigkeit. Und dann sind es genau die Menschen, die dann sagen, ja, aber ein Laster braucht man ja. Rauchen, ja, sonst mache ich ja nichts, kann man vergessen. Aber die Zigarette zum Beispiel brauche ich. Nein, braucht man nicht. Man kann es nur nicht ändern, aber brauchen.
tut man es nicht. Ist dann eine Ausrede, weil man eben merkt, immer wenn ich Probleme habe und ziehe, dann geht es mir gut. Immer dann, wenn ich Sex habe, geht es mir gut. Wenn nicht, geht es mir schlecht. Und dann entstehen immer Abhängigkeiten. Im Yoga nennt man das ja Anhaftung. Ist dasselbe. Wenn man anhaftet, ist man abhängig. Das heißt, immer wieder braucht man diese Mittelstoffe, Ausflüge, Urlaube, um ungute Gefühle zu verdrängen. Statt dass man es anders machen würde, indem man zum Beispiel Yoga übt, Atemübungen macht, frische Luft in sich aufnimmt, seine Lebensweise umstellt, seine Ernährung umstellt, dass man grundlegend ein gefestigteres Gemüt bekommt und dass die Gefühle, die ja nichts anderes sind als Energie im Körper, sich angenehm bewegen können oder bewegen können, sich nicht stauen, damit gute Gefühle entstehen. Das ist auch so ein Knackpunkt im Yoga. Viele denken immer noch, Yoga sind Körperstellungen, die Asanas, ein bisschen Atemübungen, Meditation. Nein, Yoga ist viel mehr. Es geht im Yoga nicht um Asana allein, nicht nur um Atmen, sondern um alles, was es gibt. Und im Yoga geht es immer um die guten Gefühle. Und wenn man lernt, auf seine Gefühle zu hören, das, was ich gerade tue, fühlt sich das gut an? Ja, nein, warum? Wenn man das beobachtet, findet man raus, was muss ich verändern, was kann ich verändern, was sollte ich verändern, dass ich so wie eine gute Grundstimmung kriege, was ja gerade in der heutigen Zeit eben nicht so vorhanden ist. Diese Grundstimmung, die grundlegend in sich gute Gefühle trägt. Sie ist sehr reduziert. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Süchte wie Rauchen, Alkohol, Kaffee, Schokolade, Urlaube, Wellness, Maßnahmen. Kann man alles machen, aber es sollte keine Abhängigkeit entstehen. Dass man denkt, ach, jetzt fühle ich mich gut, weil ich da war. Es ist im Endeffekt, ja, wie mit Partnerschaften, wenn man es nicht schafft, alleine mit sich zurechtzukommen, sich selber zu mögen, sich selbst aushalten zu können, wie soll das dann mit dem Partner gehen? Und wenn man in sich keine gute Stimmung trägt, keine guten Gefühle, wie will man dann dauerhaft gute Gefühle kriegen, wenn man nur äußere Mittelchen nimmt? Das funktioniert nicht. Und viele machen es halt, weil es einfacher erscheint. Ich rauche mal schnell eine und weiter kann ich machen. Nein, gar nicht. Ich habe auch geraucht, 15 Jahre lang. Und mit oder ohne Zigarette, es geht genauso gut, genauso schlecht, es ändert nichts, es ändert 0,0. Es ist nichts anders, was passiert. Wenn man sich diesen Dingen beginnt, langsam, jeder an seinem Tempo zu stellen, ich mag das jetzt nicht mehr, ich mag nicht mehr rauchen, zack, und dann beobachtet man, was habe ich für Gefühle jetzt. Manche werden dann sagen, naja, dann werde ich so unruhig. Dann könnte man gucken, warum ist man so unruhig? Warum kann man sich selber nicht aushalten? Warum fühlt man sich in sich nicht wohl? Und dann kann man eben immer tiefer gehen. Und das ist der Weg. Man hört es ja, liest es ja in tausenden Weisheitsbüchern. Und trotzdem sage ich immer wieder, die Menschen machen es nicht wirklich so. Es wird viel geredet, aber nicht umgesetzt. Und dann wird, ja, ich mache Yoga, aber dann wird Yoga auch wieder manchmal zu einer Abhängigkeit.
und nicht zu einer Lebensweise. Dann werden irgendwelche Götter, Engel, Heilige zu Dingen, Menschen, Wesen, die Wohlbefinden bringen. Aber kein Engel, kein Heiliger möchte Wohlbefinden so verschenken grundlegend, sondern sie möchten, dass man selber diese Gefühle erzeugt, dass man eben nicht abhängig wird von einem Guru, von einem Engel, von einem Gott, sondern die sind da. Und diese Wesen wollen ja nur, dass man sich selber entwickelt, dass man den Frieden in sich findet und nicht in irgendwelchen Gottbildern, Religionen, sondern in sich selbst, wo man ja schon sagt, es ist alles in dir drin, aber warum guckt man da nicht nach? Ja, warum guckt man da nicht nach? Warum guckt man nicht hinter die Schränke, in den dunklen Keller, in den dunklen Dachboden, weil es da eben auch negative Dinge gibt. Nicht nur Engel, sondern auch Dämonen, Geister, böse, ja, karmische Kräfte. Und die sind auch da. Und wenn man immer nur davonläuft vor diesen Wesen, kriegt man niemals eine dauerhafte, gute Grundstimmung. Dann entstehen immer Ängste, naja, wenn ich auf der Arbeit nicht mehr kann, dann verdiene ich kein Geld. Wenn ich da nicht mitmache, dann mag mich der und der nicht mehr und so weiter und so fort. Es ist ja immer dasselbe Thema. Nicht gut genug sein, sich es nicht wert sein. Das sind so ganz bekannte Themen. Und dann kann man, wie im letzten Video, was ich gemacht habe, nicht sagen, ja, alles ist gut und Gott beschützt mich. Es funktioniert nicht. Es ist einfach eine Tatsache, auch wenn viele es nicht hören wollen. Es ist grundlegende Arbeit wichtig an den Wurzeln im Leben, in allen Bereichen. Und zwar geht es immer ums Tun. Auch Gefühle, Emotionen sind Bewegungen, Handlungen. Und nicht der Geist, der sowieso geprägt ist, begrenzt ist. Dieser kann Gefühle nicht lenken, steuern, gut machen. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Obwohl, wie ich gesagt habe, viele das nicht hören möchten. Diese ganzen modernen Weisheitsbücher, man muss das machen, sonst bringt es gar nichts. 0,0. Drüber schwätzen ist gut, dann hat man ein bisschen Wissen, aber man muss das umsetzen, sonst ist es nichts wert. Und Gefühle sind eben nicht Denkprozesse, sondern Gefühle kommen aus dem Inneren heraus. Und hier sollte man also immer weiter nach innen gehen und schauen, was ist da in mir drin? Wo sind diese negativen Gefühle? Wo sind aber auch die positiven natürlich? Nicht zu viel mit der Dunkelheit und Negativität beschäftigen, sondern auch gute Gefühle erzeugen, indem man sein Leben verändert. Und nicht nur kurzfristig, sondern zum Beispiel die Ernährung sollte immer gut sein, so gut es geht natürlich. Nicht nur, ach, heute esse ich mal vegetarisch und den Rest halt der Zeit halt nicht. Das bringt nichts. Oder, naja, ich trinke ja nur am Wochenende Alkohol. Ja, aber warum muss man das? Alkohol ist nie gut. Warum muss ich dann am Wochenende mir was Negatives antun? Nur weil Wochenende ist? Schon sehr suspekt, ja. Aber so ist der Mensch, so ist die Prägung, so ist das Gelernte aus der Vergangenheit. Dass man eben solche Dinge tut und dann eben auch so wie Kompensationsmechanismen hat, in Form von Ausreden.
Was nicht gut ist, ist nicht gut. Fertig. Wenn man halt nicht schafft, aufhören zu rauchen oder Alkohol zu trinken oder Drogen zu nehmen, dann ist es halt so. Das ist nicht das Thema, sondern es geht darum, dass man das dann so gut und schön redet, was es nie ist. Ja. So wie im einen Jahr ist Kaffee gut, fördert die Fettverbrennung, im zweiten Jahr ist es nicht mehr gut. Koffein, im dritten Jahr ist es wieder gut, weil es macht das und das für die Bauchspeicheldrüse, ich weiß nicht. Und da ist keine Stabilität dahinter. Und grundlegend, es putscht auf, es ist nicht gut. Alkohol ist Schadstoff hoch 10, nicht gut. Und warum sich also am Wochenende was Schlechtes antun? Nur weil ich die Woche überarbeite vielleicht, was mir keinen Spaß macht. Wenn man vielleicht Beziehungen führt, die keinen Spaß machen, säuft man sich zusammen. Das bringt nicht wirklich viel. Und so wäre es wichtig, sich zu verändern, um in sich durch was auch immer gute Gefühle dauerhaft zu erzeugen. Oder sagen wir, die Grundstimmung einfach anheben. Das wäre so das Mittel der Wahl. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Gerne meinen Kanal abonnieren, Likes geben oder auch nicht, Kommentare, freue ich mich immer. So eine gewisse Rückmeldung für mich. Und bis bald.